Dieses Video haben sich so viele gewünscht und es ist längst überfällig, aber heute wollen wir euch unsere Top 10 Things to do in Kapstadt vorstellen. Wir waren jetzt 3 Monate hier in Südafrika und davon irgendwie 90-95% in Kapstadt und Umgebung und wir haben hier wirklich viel mitgenommen, was man machen sollte und viel zum Thema Kapstadt, was wir euch einfach heute einmal vorstellen wollen. Wir sind auf jeden Fall Team Western Cape, aber wer sich für das Thema Sicherheit in Kapstadt interessiert, das ist so ein wichtiges Thema oder so ein interessantes Thema, dass wir dafür extra ein eigenes Video gemacht haben und wir haben auch noch eigene Videos zum Krüger Nationalpark gemacht, da waren wir nämlich auch, da haben wir unsere allererste Safari gemacht, das war echt richtig, richtig cool, also schaut diese beiden Videos im Anschluss dieses Videos auf jeden Fall selbst nochmal an. Kommen wir nun aber zu unseren Top 10 Dingen, die ihr in Kapstadt machen könnt. Kommen wir zum Platz Nummer 10 und das ist der Mojo Market. Dieser befindet sich in Sea Point und ihr werdet merken, es werden noch ein paar weitere Dinge kommen, die in Sea Point sind. Das ist nämlich unsere absolute Lieblingsgegend Empfehlen in Kapstadt. Wir auch zu wohnen. Genau, wenn ihr also irgendwie die Möglichkeit habt, geht nach Sea Point. Da haben wir uns wirklich extrem sicher gefühlt. Es ist super, alles zu Fuß zu erreichen. Es gibt richtig schöne Restaurants. Also definitiv unser Lieblingsviertel. Und da ist nämlich auch der Mojo Market. Yes. Das ist so eine kleine Markthalle. Sie erinnert uns so ein bisschen an so Food Halls in Thailand so ein bisschen. Aber in viel, viel moderner. Das heißt, es gibt so richtig Bars und es gibt verschiedenes Essen. Es gab irgendwie Sushi, es gab Fisch, es gab Fleisch, es gab Burger, es gab Eis, es gab Pizza, so süßes Eis, Krebs. Genau. Also wirklich alles, was das Herz begehrt, natürlich auch jede Menge Alkohol, wie überall in Südafrika. Und ja, der Mojo-Markt gefällt uns echt richtig gut. Es gibt da auch ab und zu Live-Musik und es lohnt sich auf jeden Fall, da mal zum Abendessen hinzugehen, weil sowas gibt es wirklich nicht überall auf der Welt. Also wirklich sehr cooler Vibe und gerade wenn man irgendwie Lust auf unterschiedliches Essen hat, also der eine hat auf das, der andere auf das Lust, ist einfach irgendwie eine sehr coole Experience, die wir empfehlen können. Unser Platz Nummer 9 ist die V&A Waterfront. Da haben wir, glaube ich, auch wahnsinnig viel Zeit verbracht, weil wir es eigentlich einfach so gerne mochten und es ist natürlich auch super touristisch. Da ist so eine Mall, da gibt es alle möglichen Shops, die man irgendwie braucht. Da gibt es auch ganz Supermärkte. Viele Straßen, Künstler auf, also es ist echt genau, richtig viele kleine Ball. Gruppen und es ist einfach so eine Area direkt am Wasser, irgendwie am Hafen auch, so mit vielen Restaurants, Shops und so weiter. Wir haben uns dort einfach immer gerne aufgehalten, weil es so viele unterschiedliche Restaurants auch gibt und man verbringt da einfach wahnsinnig gerne Zeit. Die schönsten Strände in Kapstadt findet ihr an unserem Platz 8 und zwar einmal in Clifton und in Kemps Bay. Das sind die zwei Orte eigentlich direkt unterhalb von Sea Point, das heißt, es kommt zuerst Clifton, da habt ihr dann so verschiedene Strände und dann etwas größer ist dann der Kemps Bay Strand. Da ist es relativ wichtig zu beachten, im Hochsommer, gerade zwischen den Weihnachtsfeiertagen, war da echt richtig viel los, das heißt, man ist kaum da von A nach B gekommen, aber im Normalen fahren da eigentlich easy auch die Taxis hin, man kann also einfach mit einem Uber da hinfahren und wieder zurückfahren. Uberfahren ist übrigens auch extrem günstig in Kapstadt. Das ist eigentlich das Einzige, womit wir uns bewegt haben. Wir hatten kein eigenes Auto über die Zeit und zwar wirklich, hat sich trotzdem preislich gelohnt, immer nur Uber zu fahren. Genau, also wenn ihr irgendwie einen schönen Strandtag machen wollt, dann können wir euch diese beiden Orte stark empfehlen. Achtung, das Wasser hier ist wirklich kalt, also gerade am heißen Tag. Es ist wirklich total der Kontrast, weil man geht so von dem heißen Tag, Sonne und so weiter, geht man in dieses eiskalte Wasser, aber es macht extrem viel Spaß und wir können es jedem empfehlen, in Kapstadt auch ein bisschen Beachday zu machen. Unser Platz Nummer 7 ist so eine kleine Mogelpackung, weil da gibt es eigentlich viele Sachen. Wir wollten euch einfach so ein paar Sachen zusammenstellen, die man so Activity-mäßig in Kapstadt machen kann. Das ist zum einen Minigolf spielen. Wir waren da einmal, wir hatten mega viel Spaß. Der Platz heißt Putt-Putt und es hat einfach extrem viel Spaß gemacht. Man ist da direkt am Wasser. Das ist, glaube ich, ein Greenpoint. Und wer einfach nach einer Aktivität sucht in der Zeit hier in Kapstadt, können wir das extrem empfehlen. Ansonsten, was viele machen, sind hier Whale-Watching-Touren, entweder von Kapstadt aus oder von den umgebenden Orten von Kapstadt. Das ist auch sowas, was eigentlich echt... Ihr könnt Whale-Watching aber auch aus dem Mojo Market heraus machen. Wir haben nämlich von da saßen wir und konnten so ein ganz kleines Fensterchen aufs Wasser und da haben wir tatsächlich auch Wale gesehen. Also die Fontäne. Die Fontänen, ja. Aber ich meine, bei einer Whale-Watching-Tour kommt man schon nochmal näher ran. Wir haben es leider nicht gemacht, weil ich leider sehr mit Übelkeit zu kämpfen hatte die letzten Monate aufgrund der Schwangerschaft. Aber es ist schon was, was eigentlich wirklich sehr, sehr, sehr viele Leute hier machen. Ansonsten auch ein absolutes Aktivitätsding hier in Kapstadt ist Paragliding. Wir haben von unserem ersten Airbnb die immer gesehen. Die sind immer so ein bisschen an unserem Fenster vorbeigeflogen. Und das ist, glaube ich, wirklich so eine Sache, die man irgendwie in Kapstadt machen muss. Da fliegt man dann so am Lion's Head vorbei
und es soll auch sehr, sehr, sehr besonders sein. Also wer auf sowas steht, kann man hier machen. Und was natürlich auch noch eine große Aktivität ist, sind Wanderungen. Also sei es irgendwie auf den Tafelberg oder auf den Lion's Head. Da gibt es Nachtwanderungen, Morgenwanderungen, Abendwanderungen. Aber wir würden nicht unbedingt empfehlen, im Dunkeln zu gehen. Da sind tatsächlich schon ein paar Vorfälle passiert. Und meldet euch da am besten irgendwie zu einer professionellen Wanderung an. Dann seid ihr auf der Nummer sicher. Platz 6, und schon wieder bin ich irgendwie bei den ganzen Essenssachen dran, ist der Oranienzichtmarkt. Der ist so ein bisschen ähnlich wie der Mojo-Markt, aber eigentlich auch komplett anders. Also es ist auf jeden Fall auch in Greenpoint. Und es ist so ein richtiger Farmers Markt. Und da findet ihr auf der einen Seite so ganz viel zu essen, aber es gibt auch so Handwerks-Dinge. Ja, es gibt so ein bisschen Fashion. Also genau, es ist so eine Mischung aus Foodmarkt, wo ihr wirklich eine große Auswahl an so Frühstückssachen, an deftigen Sachen, an süßen Sachen kriegt. Ja. Aber dann halt auch so ein bisschen Fashion, Schmuck, Mitbringsel, also wirklich ein total süßer Markt. Und da können wir das auch auf jeden Fall empfehlen. Die Öffnungszeiten sind, glaube ich, immer samstags, also ist, ja, Samstag und sonntags, Sonntag, genau. Bis 14 Uhr, ich glaube einmal 8, einmal 9 Uhr bis 14 Uhr und mittwochabends. Da blenden wir euch einfach mal die Zeiten ein und das ist echt wirklich super cool. Wir genau, es gibt super viele Sitzplätze da auch, das heißt eine große Rotation. Also wenn ihr hier seid und euch nochmal fragt, wo ihr essen gehen wollt, solltet ihr den Markt. Aber auch wenn ihr nicht essen gehen wollt, also ich würde auf jeden Fall empfehlen, da einmal vorbeizukommen, es ist irgendwie voll die Kapstadt-Experience. Unser Platz Nummer 5 ist in Muizenberg. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und zwar kann man da an einem wunderschönen Strand auch richtig cool surfen gehen. Wir haben das persönlich nicht gemacht in unserer Zeit, aber wir haben mitbekommen, dass das einige machen, dass da viele Surfer auch immer so wohnen in dieser Gegend eher von Kapstadt quasi. Und dass da einfach ein sehr, sehr cooler Vibe mit Cafés, Restaurants etc. ist, ein wunderschöner Strand. Aber da auch immer aufpassen, dass da auf jeden Fall ein Lifeguard etc. dabei ist. Weil ja, ich glaub, ab und so zu eine, gibt's da Haie. So eine Stunde weg von hier ungefähr, so 40 vom Minuten, Zentrum, ja. Eine Stunde ungefähr vom Kapstadt-Zentrum, also auch super für so einen Tagestrip. Ja. Wir sind da mal vorbeigefahren, yes. Auch auf einem Tagestrip von hier. Kommen wir zu Platz Nummer 4 und das ist die Garden Route. Auch wenn die euch so ein bisschen raus aus Kapstadt bringt, gehört das irgendwie trotzdem auf jeden Fall mit zum Western Cape und deswegen darf es auch hier im Video mit drin sein. Und das ist wirklich eine wahnsinnig schöne Straße, die ihr, ich weiß gar nicht, wie viele Tage man die fahren kann, also bestimmt 3, 4, 5 Tage mit Übernachtung könnt ihr das machen. Super schöner Roadtrip. Genau, ein super, super schöner Roadtrip an der Straße, an der Straße, direkt am Wasser. Also wenn ihr hier seid, können wir euch empfehlen, auch mal einen Mietwagen zu holen. Wir haben bei Avis das gemietet. Das hat ungefähr so 30 Euro, glaube ich, pro nicht Tag. Mal. Nicht mal. So 25 Euro pro Tag. Ohne Sprit dann natürlich. Und es war echt richtig, richtig schön. Hat dann auch echt wahnsinnig viel Spaß gemacht, hier so ein bisschen mit dem Auto zu fahren. Und man kommt einfach aus der Stadt raus und man sieht ein bisschen mehr von der Natur. Man kommt an wunderschöne Strände, also es lohnt sich. Platz Nummer 3 unseres Kapstadt-Rankings ist der Tafelberg. Ich glaube, es gibt wenig ikonischeres für Kapstadt als den Tafelberg. Wir gucken ihn selbst nach 3 Monaten immer noch an und sagen, wow. Ja, vor allem, das ist so krass, weil manchmal die Wolken so darüber gehen. Man sagt dann, dass der Tafelberg dann eine Tischdecke hat. Also das ist wirklich insane. Ja. Und die Wolken drücken sich dann da so rüber. Also wirklich ein absolutes Naturspektakel. Und man kann da eben mit so einer Cablecard hochfahren. Also man kann da quasi mit dem Uber sich bis an die Station fahren lassen. Es gibt so eine Seilbahn und dann kann man dann eben hochfahren. Also es sind so große, sichere Gondeln, die da hochfahren. Und das Coole ist, dass es da eine Platte drin gibt, die sich dann so dreht. Heißt, jeder hat auch eine extrem gute Aussicht. Ich würde empfehlen, da auf jeden Fall an einem guten Tag hinzugehen, weil es lohnt sich, wenn man eine super Aussicht hat und die Aussicht von da oben ist gigantisch. Man sieht wirklich alles. Man sieht von Camps Bay über Seapoint, über die City bis in die Berge nach hinten rein alles. Und es ist einfach so ein Must-Do, wenn man hier in Kapstadt ist. Und es gibt da auch die kleinen Desis, heißen die, glaube ich, diese kleinen Nager. Also es ist ein sehr, sehr cooler Ausflug für ungefähr 2 bis 3 Stunden. Und auch Wildlife darf in dieser Liste nicht fehlen. Und da kommen wir jetzt zu unserem Platz 2, der Boulders Beach. Das ist nämlich auch richtig, richtig cool. Der ist so ein bisschen Richtung Kap schon, ne? Also ein bisschen irgendwie auf der Hälfte ungefähr. Und es ist auch so ein richtig guter Tagesausflug, dahin zu fahren. Ich glaube, vom Zentrum von Kapstadt dauert es ungefähr so 1,5 Stunden. Und da findet ihr dann wahnsinnig viele kleine, süße Pinguine. Sind das Kaiserpinguine? Nein, Kaiserpinguine sind große Pinguine. Es sind kleine Pinguine. Kleine Pinguine. Wie blende ich das noch hier ein, was für Pinguine das sind? Es ist auf jeden Fall ein Nationalpark. Es ist ein Nationalpark und da gibt es dann so verschiedene Stationen. Einmal kann man da die Pinguine an so einem kleinen Strand besuchen, von so einer Plattform aus, sage ich mal. Nicht besuchen, angucken.
Und dann gibt es auch nochmal so einen Strandabschnitt, wo die dann wirklich komplett frei rumschwimmen. Also ja, es lohnt sich da nach hinten zu gehen. Genau. Also ihr wisst dann schon, wenn ihr da seid, was wir meinen. Also die alle gehen nämlich nur nach vorne auf diese Plattform, aber wenn man weiter geht nach hinten, dann kommt man an den Strand. Und da würde ich empfehlen, auf Ebbe und Flut zu achten. Nämlich bei Ebbe ist der Strand sehr viel größer und dann kann man da so ein bisschen rumkraxeln. Und da findet man irgendwo dann Pinguine auch, die dann wirklich fast zum Anfassen nah sind. Ja, also für mich war es auch das erste Mal Pinguine zu sehen in der freien Natur und es war echt wahnsinnig besonders. Jeder, der uns kennt, weiß, wir lieben irgendwie Tiere und es war schon sau cool, da irgendwie Pinguine plötzlich dann zu sehen an so einem Strand. Also es war sehr besonders, lohnt sich definitiv. Unser Platz Nummer 1 ist das Kap der Guten Hoffnung. Aber nicht nur das Kap der Guten Hoffnung, sondern eigentlich der ganze Roadtrip dahin. Wir haben da einen Tagesausflug gemacht und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es ist eine wunderschöne Route. Man kann das sehr, sehr gut an einem Tag machen. Und es lohnt sich. Irgendwie ist Kap der Guten Hoffnung sowas Episches, was man, glaube ich, auf seiner Bucketlist haben muss. Es ist nicht der südlichste Point von Afrika. Aber es ist der südwestlichste Point, ja, oder? Genau, ja, genau. Fast quasi. Schon sehr episch. Und man fährt da eben auch durch so einen Nationalpark und es ist einfach sehr, sehr schön. Manchmal sieht man da auch ein oder andere Tiere. Wir haben Sträuße da. Babystrauße, glaube ich. Babystrauße. Auf jeden Fall kleine Babys gesehen. Es war auch sehr süß und andere kleine Reptilien und so weiter. Also es war sehr schön, es war ein wunderschöner Tagesausflug. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man da sehr viele Wale auch so sehen kann. Also genau, und dann kann man noch am Ende noch da so hochfahren, oder nicht? Das ist auch noch so eine kleine Seilbahn zu so einem Ausguck. Das haben wir damals auch nicht gemacht, weil es, wie gesagt, Laura in der Schwangerschaft damals nicht so gut ging. Jetzt geht es zum Glück wieder deutlich besser. Aber ja, Kapstadt, Western Cape. Was können wir sagen? Wir sind ein bisschen melancholisch, dass wir gehen müssen. Unsere 3 Monate Visum sind jetzt abgelaufen und es hat uns hier extrem gut gefallen. Kapstadt ist eine super lebenswerte, vibrante, vibrant City. Also es ist wirklich schön, kommt hierher, es ist wunderbar. Was soll ich sagen? Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr wisst jetzt ganz genau, was ihr in Kapstadt machen solltet.